Servus Gott und willkommen, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Im heutigen Video machen wir beim W124-300e machen wir eine Getriebespülung. Man wechselt das Getriebeöl und spült das Getriebe einmal durch. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt nach dem Intro. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. So, dann haben wir jetzt das Gerät an einem vom Schlauch von den Zuleitungen zum Ölkühler angeschlossen, dazwischen geschaltet. Das ist die E-Klasse Baujahr aus der 2000. Nee, 1991. 91? Ja. 84 bis 86. Ja, genau. 300 haben wir. Ja. Oberbar, oder? ETE, ja, Firmatik. Den da. 300er E. Das da? Ja. Motorboot, scheißegal. ETF 1200 haben wir. So, jetzt laufen lassen. Okay. Biene. Wo ist die Schrauben? Da. Das sieht aber eigentlich nur gut aus, gell? Das sieht nicht so schlecht aus. Ja. Also da ist mal, nicht vor allzu langer Zeit, das mal gewechselt war auf jeden Fall, ne? Also es schaut gar nicht so schlecht aus. Ja. Ein bisschen vielleicht, aber nicht viel. Also so schlecht schaut es nicht aus. So ein komischer Magnet. Die kommen einfach da unten hin. Das war's. Schluss. Wie viel Dreck da ist. Ja. Guck mal, 6 Liter Pumpe jetzt rein, weißt du? Okay.
das, was wir jetzt abgesaugt haben, das pumpt er jetzt rein. Mhm. So, die Getriebeölspülung beim 124er haben wir durchgeführt. Ich bin nach der Spülung, bin ich dann noch ca. 100 Kilometer mit dem Fahrzeug gefahren, über Land, Autobahn und auch im Stadtverkehr. Was lässt sich feststellen? Er schält wesentlich ruhiger. Gerade auch unter Last, wenn ich beschleunige zwischen Stufe 3 und 4, war davor doch ein ordentliches Ruckeln festzustellen und nach dieser Spülung war das nahezu weg. Also man hat schon genau aufpassen müssen, dass man den Gangwechsel noch mitbekommt bei dem Fahrzeug. Meines Erachtens macht es absolut Sinn, wenn die Fahrzeuge auch 30, 40 Jahre alt sind und bisher nur einen Getriebeölwechsel erlebt haben, dass man da einfach mal nach dieser Zeit eine komplette Getriebeölspülung durchführt. Vom Kostenpunkt her je vom Fahrzeug auch ein bisschen abhängig. Jetzt beim 124er war es relativ einfach. Ich muss nur die zwei Schläuche trennen, vorne zum Ölkühler hin, schließt dann das Gerät dazwischen. Das Gerät spült dann erst das alte Öl mit einem Getriebereiniger nochmal komplett durch, pumpt das alte Öl mit dem Reiniger dann ab. Dann muss man die Getriebeölwanne wegschrauben, wechselt den Filter, versieht die Getriebeölwanne dann noch gleich mit der neuen Dichtung und schraubt dann alles wieder zu. Und das Gerät fängt dann an, das Getriebe mit dem richtigen Öl zum richtigen Füllstand dann wieder zu füllen. So, 500-600 Euro muss man dafür veranschlagen, für diese ganze Prozedur, aber meiner Meinung nach bei Oldtimer absolut empfehlenswert, das mal durchzuführen. So, ich hoffe, der heutige Beitrag hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal alle wieder mit dabei. Mich würde es wahnsinnig freuen. Bis dann, macht's gut. Ciao.